Ich möchte heute mal auf ein Thema eingehen. Das hatte ich schon ein, zwei Mal hier auf meinem Kanal angesprochen gehabt, weil ich es halt für unwahrscheinlich schade finde, wie das halt läuft. Es ist aber nun mal so, aber ich möchte es einfach nochmal in Erinnerung rufen und nochmal ein bisschen zur Diskussion stellen. Und es geht um Folgendes. Es ist halt unwahrscheinlich auffällig, dass auf einem Kanal, und das ist nicht nur mein Kanal, ich sehe das halt auch bei Ghost TV und bei anderen GunTubern, die eher politischen oder Waffenrechtsvideos deutlich, deutlich mehr Zugriffszahlen, Aufrufe, Klicks erhalten, als jetzt zum Beispiel Videos, wo man einen Munitionstest macht, wo man beim Schießen war, nehmen wir mal zum Beispiel das Thema der LREG, oder halt einfach nur auf einem Schießstand unterwegs ist und Kurzwaffe, Langwaffe, spielt keine Geige, am Schießen ist und das vielleicht ein bisschen zeigt, ein bisschen was erklärt. Auch hier und da mal auf dem Schießstand vielleicht die einen oder anderen Ausrüstungsgegenstände demonstriert. Hier gibt es eine deutliche Diskrepanz zwischen den Aufrufzahlen. Und das finde ich halt unendlich schade, denn schlussendlich, es ist halt auf der einen Seite durchaus nachvollziehbar, das politische Thema, das Waffenrechtsthema, Verschärfungsthema der Waffengesetze etc. berührt halt die meisten am ehesten. Und eurer Aussage nach ist es halt so, Themen zu Zubehör oder vom Schießen oder wie auch immer holt man sich nur dann, wenn man halt ganz gezielt ein bestimmtes Thema hier sucht. Also, was weiß ich, ein Red Dot wird gesucht, ein Zielfernrohr wird gesucht, es wird ein bestimmtes Waffenmodell gesucht oder wie auch immer. Ich kann es irgendwo ein Stück weit nachvollziehen, aber ich finde es halt äußerst, äußerst schade, dass halt wir GunTuber letzten Endes durch die Follower, vorsichtig ausgedrückt, dazu genötigt werden, diese Polit-Waffenrechtsvideos letzten Endes vordergründig zu machen. Die Schwierigkeit bei der ganzen Geschichte mit diesen Politvideos ist, und das habe ich ja schon ein paar Mal versucht zu erklären, dieses Thema hat natürlich ein großes Interesse, kann ich 100% nachvollziehen. Aber dieses Thema belastet auch, weil schlussendlich wir GunTuber uns deutlich mehr mit diesen Themen auseinandersetzen, als es ihr zum Beispiel macht. Ihr schaut euch die Inhalte letzten Endes an, holt euch dort eure Stückchen raus, die euch interessieren, und das war's. Aber wir GunTuber letzten Endes, wir versuchen diese Themen irgendwo zu recherchieren. Wir versuchen sie so aufzuarbeiten, dass sie für euch verständlich rübergebracht werden in einer so kurzen Zeit wie nur irgendwie möglich, weil die Aufmerksamkeitsschwelle, die endet quasi mit etwa 3,5 bis 4 Minuten. Das heißt, diese ganzen Informationen müssen so aufgearbeitet werden, dass sie so kompakt wie möglich in ein Video reinpacken, damit ihr auch gewillt seid, es vollumfänglich zu gucken. Wie gesagt, das ist nicht nur mein Kanal, das bezieht sich auf viele Kanäle. Sichtbar wird es halt in dem Moment, wenn ich in die Analysen gehe, in die Analytics von YouTube, und dort sehe ich, dass, was weiß ich, die Videos bei mir, sage ich mal, so einen Durchschnitt von 3 Minuten 50 haben. Hatte ich ja schon mal thematisiert, das Thema. So, das heißt im Klartext, wir GunTuber letzten Endes müssen uns zwangsweise, um die Informationen entsprechend bereitzustellen, deutlich intensiver mit diesen Themen der Waffenrechtsverschärfung, der Politik und so weiter auseinandersetzen und durchrecherchieren, als ihr es letzten Endes gewillt seid zu tun, weil ihr konsumiert ja letzten Endes diese Informationen. Und ich hatte es ja schon ein paar Mal erwähnt, diese Recherchen, dieses Aufarbeiten, für mich jedenfalls, stellt eine ziemlich große mentale Belastung dar. Muss man ganz klar sagen. Denn es ist unwahrscheinlich aufreibend, dieses Thema. Man sieht halt die Missstände in dem gesamten Konstrukt der Waffenlobby. Diesem gegenüber stehen teilweise echt heftige Kommentare, persönliche Angriffe in den Kommentaren. Man sieht, wenn man ein Thema bearbeitet, was nicht euren Vorstellungen entspricht, dass sofort die Abozahlen drunter leiden, weil eben hier wieder persönliche Befindlichkeiten eine Rolle spielen können. Und deswegen hatte ich ja schon zigmal versucht zu sagen, ich möchte diese Videos eigentlich gar nicht mehr machen, weil sie eben eine sehr, sehr große Belastung darstellen. Ich habe aber auch verstanden, dass es ohne diese Themen
einfach nicht geht, weil ansonsten die Informationen nicht wirklich transportiert werden. Und das ist halt auch wieder ein Problem, weil es unsere Verbände eben nicht hinbekommen, auch die Interessensgemeinschaften nicht. Ja, brauchen wir uns nichts vormachen, die Menschen draußen in einer Art und Weise zu informieren, dass es verständlich ist, dass es eher unaufgeregt ist und dass sie mitgenommen werden. Gelingt mir auch nicht immer. Ich würde mir tatsächlich wünschen, sage ich euch ganz, ganz ehrlich, dass das Thema Schießen, dass das Thema Ausrüstung, dass das Thema rein die Waffe als solches deutlich mehr Interesse finden würde. Aber dies bleibt ein Wunsch. Das hat natürlich jetzt zur Folge, dass ich leider keine andere Wahl habe, als diese Waffenrechtsvideos weiterhin zu machen. Aber ich werde es halt anders machen in Zukunft. Ich werde es halt nur dann machen, wenn es wirklich erforderlich ist. Ich werde nicht wegen jedem kleinen Pups darüber referieren. Und ich werde es nur dann machen, wie es aktuell ist. Gesetzesentwurf, der Ampel, bladibladiblub. Da ist es erforderlich, diese Themen behandeln. Und auch dann habe ich kein Problem damit, wenn Aktionen gut sind, auch die Aktion eines BZL, wie die Open Petition Petition, oder des VDB mit dem Briefgenerator zu promoten. Oder auch Side-Themen, wie jetzt zum Beispiel, wie kann ich den Briefgenerator des VDB denn effektiver nutzen, wie das gestrige Video. Von daher seht es mir bitte nach, wenn ich dieses Thema Politwaffenrecht runterschrauben werde. Ich werde es nicht eliminieren können. Geht nicht. Wird nicht funktionieren. Aber ich werde nach Möglichkeit versuchen, diese Themen tatsächlich drastisch runterzuschrauben. Weil ich merke es an mir. Hier oben ist es eine massive Belastung. Und da geht tatsächlich mein Kopf, meine Gesundheit, mentale Gesundheit insbesondere, vor allem anderen. Ja, und ich möchte auch wieder mehr Videos heute. Ich bin jetzt gerade dabei, das Thema Munitionstest mit der Sabaody Rover zu verarbeiten. Der Munitionstest, zweiter Teil, den ich ja schon angekündigt habe. Und dann der nächste wird dann auf der 300-Meter-Bahn Alsfeld sein im Oktober. Also ich möchte diese Themen wieder ein bisschen in den Vordergrund stellen, wenn es denn möglich ist. Also seht es mir bitte nach. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal.